in dem Haus da hinten ist gerade ein kleines Familientreffen und ich habe mich heute einfach mal selbst eingeladen und bringe diese Einladung vorbei. Ralf weiß aber noch von gar nichts. So, hier ist die Klingel. Gut, uns wird direkt aufgemacht. Hallo? Hallo? Na? Mensch, hier ist es aber gemütlich. Sind Sie Ralf? Ja. Ja, hallo. Respekt erstmal. Ich habe gehört, Sie haben zwei ganz, ganz anstrengende Töchter mit großgezogen. Ja. Ja. Ihr habt bei uns angerufen, Charlene und Janine. Und ja, erzählt doch mal selbst. Wie wart ihr denn so? Es geht ja auch hauptsächlich darum, dass er sich um uns neben unserer Mutter noch kümmern musste, weil sie ja schwer krank geworden ist. Und er ist dann halt immer trotzdem arbeiten gegangen und hat sie gepflegt, musste im Schichtdienst arbeiten und hat uns halt auch trotzdem ganz gut hinbekommen. Obwohl wir natürlich auch im Teenie-Alter sehr anstrengend gewesen sind, oft die Schule geschwänzt haben und so. Und ja. Ja, deine Töchter haben bei uns angerufen und erzählt, dass es nicht immer einfach war für dich, wegen all den Umständen. Ich habe es aber geschafft, es war nicht einfach, aber das ging schon. Mit zwei Mädchen als Vater ist es so nicht von Haus aus nicht einfach, weil man nicht weiß, wie die Mädchen in der Pubertät so sich verhalten, aber das ging schon, ja, ganz ordentlich eigentlich. Ja, und ihre Töchter haben angerufen, weil sie ihnen ganz doll dankbar sind, auch dass sie trotz ihrer Frau trotzdem noch stark waren für ihre Töchter und sind ja auch sichtlich berührt, also man sieht es euch an. Möchtest du vielleicht auch noch mal einfach selbst was sagen an deinen Papa? Danke, ich liebe dich. Ja, bitte. Aber man sieht es euch an, es fällt euch jetzt nicht so leicht, darüber zu sprechen und deswegen sind wir einfach mal hergekommen und haben das, ja, wir haben das mal übernommen einfach, dass sie mal sehen, wie dankbar ihnen die Töchter sind, weil im Alltag sieht man es ja vielleicht nicht immer so auf der Hand. Und ja, wie geht's ihnen jetzt damit? Ja, ich freue mich darüber. Ich helfe sie heute noch immer noch und wohl kann natürlich und freue mich, dass sie auch so groß und erwachsen und vernünftig geworden sind und ja, bin glücklich mit meinen Kindern. Ja, also ich habe hier für Sie noch eine Einladung und das ist ein Drei-Gänge-Menü, bei dem das ganze Team von Berliner Rundfunk auch nochmal da ist und dann werden wir Sie auch bekellnern und dass Sie sich einfach mal einen Abend zurücklehnen. Hier ist Ihre Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Ich esse mal, genieße mit meiner Lebenspartnerin. Dankeschön.